106,9 Radio Gong. Es ist ein Tag, den man sich definitiv rot im Kalender anstreichen muss, denn heute bekomme ich Besuch von einer deutschen Rock-Legende bei mir im Studio, Heinz-Rudolf Kunze. Hier ist Heinz-Rudolf Kunze, hallo. Ihr hört 106,9 Radio Gong, Würzburg. Wenn man so sieht, begonnen hat das ganze Jahr sogar in Würzburg. Eigentlich einen Steinwurf weit nur entfernt von dem Ort, wo wir jetzt hier gerade sitzen und reden, im Theater in Würzburg. Das war mein erster überhaupt nennenswerter öffentlicher Auftritt. Da war ich noch Amateur, aber 2 Monate später, also im Januar 81, vor fast genau 30 Jahren, habe ich dann wirklich meinen ersten Vertrag unterschrieben. Das hat hier alles begonnen. Ja, in Würzburg bin ich sehr verpflichtet. Kann man sich guten Gewissens noch sagen, jawohl, ich bin stolz darauf, Teil dieser deutschen Musikszene zu sein, bei DSDS, Popstars und sonstigem? Oder denkt man sich, naja, ich mache jetzt mal ein Album und es ist gut so, ich habe meine Fans. Man muss sich ja nicht jede neue Tendenz zu eigen machen, aber es gibt immer noch viel Schönes am Wegesrand. Und klar, freue ich mich, dass ich immer noch mitspielen darf, mit langsam grau werdendem Haar. 30 Jahre jetzt genau bin ich in diesem Gewerbe und jedes Album, das ich neu mache, ist immer noch eine große Aufregung und eine echte Geburt. Was würden Sie jetzt jemandem raten, der wirklich sagt, ich möchte Musiker werden? Sollte er dieses Sprungbrett DSDS nutzen? Ich kann eigentlich Newcomern heute nur sagen, wir haben uns das damals vor 30 Jahren 100-mal überlegt, überlegt ihr es euch 1000-mal. Und wenn ihr dann immer noch sicher seid, dass ihr so besessen seid und das machen müsst, dann macht das, aber geht auf keinen Fall dahin, das ist ja Kindesmissbrauch. Wenn man jetzt auf die 30 Jahre zurückblickt, gibt es da wirklich Highlights, die einem spontan einfallen? Also abgesehen von dem Beginn hier in Würzburg, den man natürlich nie vergessen wird, weil das eben das entscheidende Zeitfenster für mich war, durch das ich durchgehüpft bin, kommt dann natürlich vieles zusammen. Das erste ausverkaufte Konzert in der Markthalle Hamburg oder die unglaublichen Konzerte in der DDR, als es die noch gab. Denn ich gehörte ja zu den ganz wenigen, die regelmäßig getourt haben in der DDR. 87, 88 und 89. Ich habe da viel öfter gespielt, viel mehr gemacht als die meisten anderen Deutschrocker. Aber da wird ja zum Beispiel am meisten immer nur über Lindenberg geredet. Ja, das hat eine gute Pressefrau. Also die macht gute Pressearbeit. Na, ich habe bestimmt 10-mal so viel in der DDR gespielt wie Lindenberg und hatte auch mehr Zuschauer. Bei jedem Konzert, wo ich gespielt habe, waren 50.000 und mehr. Nicht pro Tour, sondern pro Konzert. Also da fühlte man sich schon wie eine Mischung aus Benedikt und Springsteen. Und das war natürlich unglaublich, besonders die Konzerte wenige Wochen bevor die Ungarn den Zaun aufgemacht haben im August 89. Da merkte man schon, dass hier was brodelt und knistert und was im Gange ist. Man wusste noch nicht genau was, aber die elektrische Spannung in der Luft war unglaublich.